Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's hier weiter mit der Karriere von Kasim Edebali. Wir befinden uns hier in Woche Nummer 3 der Preseason. Unser Match diese Woche geht gegen die Green Bay Packers. Bisher konnten wir noch kein wirkliches Highlight fabrizieren. Auch was eure Vorschläge in Sachen XP angeht, muss ich euch leider enttäuschen, dass ich die noch nicht lesen konnte, weil Video Nummer 1 aktuell noch nicht veröffentlicht ist. Wir sind eine Woche später eigentlich hier, nachdem ich Video 1 und 2 aufgenommen habe, aber irgendwie gab es da noch Probleme erst mit meinem Upload und dann Raphael braucht, glaube ich, schon 3 Tage das Thumbnail zu machen, weil er unterwegs ist. Deswegen bleibt die XP-Einstellung in den nächsten beiden Videos jetzt nochmal wie gehabt, aber dann können wir ja vielleicht ab der Regular Season eure Vorschläge entgegennehmen und dann schauen wir mal weiter. Wir gehen also erstmal hier in das wöchentliche Training hinein und ich denke auch, dass wir die ersten XP dann am Ende der Preseason, also Ende nächster Folge, dann ausgeben werden. Was unsere Verbesserung angeht, ich hoffe natürlich, dass wir den Cut überhaupt überleben. Wäre natürlich jetzt ziemlich blöde, wenn wir am Ende der Preseason noch gecuttet werden. Aber ich weiß nicht, muss sagen, zum ersten Mal seit Madden 25 oder seit Madden 13, dass ich überhaupt hier eine Spielerkarriere mache. Und deswegen weiß ich nicht, was sie da mittlerweile eingebaut haben, ob man den Cut nicht schaffen kann, ob man entlassen wird. Ich habe keine Ahnung, inwieweit man das da selber mitbestimmen darf, kann, muss. Wir schauen jetzt mal hier rein. Cover One Drill, das heißt, wir sind eventuell in Man Coverage, wie es hier aussieht. Und dürfen jetzt mal schauen, was wir daraus machen. Also Manndeckung für unseren Outside Linebacker hier. Wir bleiben also erstmal einfach hier stehen, versuchen hier einfach unseren Mann zu decken, der sich jetzt auch nicht sonderlich bewegt hat. Das hat wunderbar funktioniert. Jetzt hier, da waren wir eigentlich für den Running Back zugeteilt. Der befand sich aber im Passblock und deswegen, nein, wir müssen da hinterher, wir sind halt zu langsam für Man Coverage. Ah, da hat unser Kollege ausgeholfen. Ja, wir sind halt auch als Outside-Linebacker da viel zu langsam, um da so lange jemanden zu decken. Hier sind wir jetzt dran. Ja, da können wir halt auch nichts machen, dass der 4. und 15. da draußen auf den Mann geht. Das ist natürlich blöd bei so einem Cover-One-Drill hier, dass wir da absolut gar keinen Einfluss haben, wenn die Pässe auf die andere Seite gehen und am Ende schaffst du dein Ding hier nicht, obwohl du deinen Mann die ganze Zeit perfekt deckst. So, den Tackle haben wir natürlich gemacht. So eine kurze Passing Route können wir dann nicht so viel machen. Da kommt der Sack. Diesmal standen wir hier ganz nah bei unserem Mann und jetzt sind wir schon wieder beim 4. Versuch. Schauen wir mal, was jetzt geht. Wir müssen hier raus auf den Running Back. Jawohl, da geht der Pass daneben. Wir haben unseren Mann gedeckt hier. Perfekt. Das heißt, erste geschafft. Jetzt geht's hier ans zweite. Wildes Scrambling und dann lässt er sich da 30 Yards im Backfield sacken. 2. und 30. Das sieht doch gut aus. Bisher muss man sagen, dass wir das hier eigentlich ganz solide machen. Bei der Manndeckung. Ja, da war die Interception. Damit hier den zweiten Versuch auch abgeblockt. So, beim nächsten Mal, dann kriegen wir die Goldmedaille, wenn das jetzt hier gut geht. Und dann kommt wieder der Sack. So kann es starten. Oh, jetzt sind wir hier der Quarterback-Spy. War das wieder die Interception? Jo, damit war's das. Goldmedaille im Practice hier. Ich muss sagen, haben uns gar nicht so blöd angestellt, was die Manndeckung angeht.
Da hat man in der Zone, glaube ich, im Game mehr Probleme. Damit hier auf jeden Fall die Goldmedaille ergattert, was den Trainingsdrill angeht. Und dann heißt es jetzt hier Preseason-Spiel Nummer 3 in der Hoffnung, dass wir da sehr gut aussehen. Geht also. Gegen die Green Bay Packers. Unser Ziel diese Woche sind ebenfalls wieder 3 Tackles. Auch wenn man da nicht sonderlich viele XP bekommen würden. Aber 3 Tackles wären doch mal ein Ziel. Mal schauen, wann wir hier einsteigen dürfen. Beim Kick Return sind wir schon mal mit dabei. Naja, zumindest noch ein Gegner berührt. Und jetzt schauen wir mal, wann wir hier denn das erste Mal überhaupt einen Snap sehen werden. Ja, gibt es erstmal den Punt wieder. Diesmal sind wir dabei. Achso, ich darf punten hier. Bald vergessen, weil die Kamera anders war. Kommt der Punt von Dixon. Oh, der war ganz gut hier an die 3-Yard-Linie. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt direkt zum Einsatz kommen. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit in der Defense, aber es sieht nicht so aus, als dürfen wir hier direkt mitmachen. Wir gehören halt nicht zur ersten Garde. So, die Green Bay Packers führen jetzt mit 6 Punkten, gleich mit 7. Und so auch hier der Rückstand im dritten Preseason-Game und noch kein Snap für Kasim Idebali. So, hier Kick-Return. Naja, da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr mitmachen können. Aber sind jetzt nicht ganz dumm rumgelaufen, haben zumindest einen Gegenspieler geblockt. Weiter geht's, erste Viertel. Erneut der Punt von unserem Team. Unsere Offense anscheinend nicht viel entgegenzusetzen. Ah, der Kick etwas zu lang. Schauen wir mal, was die Defense jetzt hier ohne uns macht. Geht weiter nach vorne für die Packers. Oh, jetzt zweimal Raumverlust. Und jetzt gibt's den Field Goal, das Field Goal Versuch. Den Field Goal Versuch, naja, auch egal. Und dann ist das erste Viertel zu Ende. Wow, hier ist ein Sturm, der dreht sich genau rein. Und damit Ende des ersten Viertels. Hä? Ist das jetzt nicht eigentlich... War der nicht drin? Ist das nicht 10-0? Ach, egal. Leider wieder nur der Punt. Ich will mitspielen. War der Ball jetzt gerade nicht drin? Naja, egal. Ich will mitspielen jetzt hier. Lasst mich auf dem... Oh, ich dachte, der kommt mir entgegen. Ich dachte, da kann ich ihn jetzt wegwemsen. Dann dreht er sich nochmal in die Meute rein. So, es sieht nicht so aus, als dürften wir in der ersten Halbzeit hier mitmachen. So, der ist jetzt aber drin. 10-0 für die Packers.
Auch keine Punkte für unsere Denver Broncos. Sanders kniet. Damit Start an der 25. Und unsere Offense müsste jetzt mal ein bisschen in Gang kommen. Das spricht natürlich nichts Gutes für die Saison, wenn wir hier in der Preseason schon so auf den Sack kriegen. Jetzt aber die ersten 7 Punkte hier auf der Habenseite für uns. Unten sehen wir Miami 3-0 in der Preseason, 27-26 gewonnen gegen die Eagles. Das wird den Flo nicht freuen. So, jetzt sind wir endlich mit dabei. Wir sind mit dabei. Und jetzt heißt es Konzentration und zeigen, was wir drauf haben. Wow. Wir hängen feste Flagge. Und dann gibt es das ganz lange Ding hier. Nelson hat den Catch, hat den Touchdown. Aber kommt der zurück hier? Gab es da ein Holding? Gab es da ein Holding? Ja, ja, ja. Und das akzeptieren wir natürlich. Holdingstrafe gegen die Packers. Ansonsten wäre das hier der Touchdown gewesen. Und incomplete Pass hier auf Adams. Dritter und 15 für Aaron Rodgers und die Green Bay Packers. Oh, jetzt sind wir in Pass Coverage. Aber die gingen hier kein Risiko ein. Kurzer Run von Montgomery. Und so haben wir in der Defense die Packers gestoppt. Nicht, dass wir dazu jetzt sonderlich viel beigetragen hätten, aber Vogel mit dem Punt an die 1-Yard-Linie. Stark, starker Punt bei dem Wetter. Respekt. So. Schauen wir mal, ob da noch was geht. Ich denke mal eher nicht. So sieht's aus. Sogar nochmal der Punt hier. Er spinnt sich da und spinnt sich, aber kommt hier bis an die 45, also müssen wir in der Defense nochmal ran hier. Ein Timeout für die Denver Broncos. 27 Sekunden. Oh, wir dürfen anscheinend doch nicht mehr mitspielen. So, drittes Viertel, Kickoff. Wir müssen wieder das Feld runter. Wie heißt es, durchkommen. Gestoppt an der 26. Randall Cobb. Warum dürfen wir denn jetzt schon wieder nicht mitspielen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, was der Coach hier gegen uns hat. Wir sitzen auch bei diesem Drive der Packers nur auf der Bank. Sind hier nur in den Special Teams aktiv. Oh, fuck. Ich hasse es, wenn die Kamera dreht, da muss man irgendwas ändern. Dann renne ich nämlich plötzlich nicht mehr mit zurück. Sieht sehr behindert aus. Und dann geht's wieder mit dem Punt hier los. So, den wemsen wir einfach in die Endzone. Sehr ärgerlich, dass wir hier nicht spielen dürfen. Und wir sind anscheinend nur noch Special-Teamer hier. Das ist natürlich hart, aber da muss jeder Football-Spieler mit klarkommen. Auf seinen Einsatz warten hier.
Mehr können wir nicht machen. Versuchen nur, wenig Fehler zu machen. Vielleicht geben wir die XP schon mal jetzt hier am Ende dieses Spiels aus. Verstehe es einfach nicht. Ist natürlich sehr schade jetzt. Wenn wir nicht mal in der Preseason zum Einsatz kommen, dann ist das natürlich ein ganz schlechtes Zeichen für die Saison. Unten Indianapolis Colts stehen 0-3. Wer hätte es anderes erwartet? Aber wir sehen, das Spiel läuft runter. Und wir sehen nur Special Teams. Das ist bitter. In den vorherigen Spielen haben wir wenigstens mehr Einsatzzeit bekommen, aber das ist jetzt immer weniger geworden. Und in diesem Spiel sieht es richtig schlecht aus. Kann man nur hoffen, dass wir irgendwie nochmal aufs Feld kommen, um irgendwas zu zeigen. Letztes Viertel schon, 10-10 steht's. Jetzt sind wir mal wieder dran. Jetzt sind wir dran. In Pass Coverage. Ja, den hatte ich gesehen, aber der ist nun mal wirklich nicht meine Aufgabe, hier den tief zu decken. Jeff Janis mit dem Touchdown, 75 Yards. Ganz ehrlich, den muss ich nicht decken. Ich habe da die Mitte komplett abgedeckt, habe dann Janis hinten noch gesehen, aber als Linebacker hast du da natürlich gar keine Chance, da hinterher zu kommen. Und dann sind wir mal wieder mit auf dem Feld, dürfen mal wieder mitwirken und dann macht unser Rest der Defense so eine Grütze, dass wir direkt wieder vom Feld müssen. Unglaublich. Unglaublich hier. Die Packers führen demnach also mit 17-13. Aber wir dürfen jetzt auch nochmal mitmachen. Wieder Pass Coverage. Jetzt haben sie uns hier für Pass Coverage auserkoren, wie das aussieht. Und ich meine, im Pass Rush sind wir schon nicht die hellsten. Und dann kommt der Run hier. Jones 13 Yards, ein Run. So, jetzt heißt es Blitzen. Jetzt müssen wir doch hier mal durchkommen. Und diesmal wird er hier getackelt, nur leider wieder nicht von uns, weil dann mal ein Mitspieler schneller war. Aber der Coach sagt jetzt hier, alles drauf da, alles drauf, was geht hier. Kurzer Pass rechts außen. Huntley 2 für 2, aber der dritte Versuch und 11 hier. So, jetzt hier angetäuschter Blitz mit den Spielern in der Double-A-Gap. Aber nur der 4-Mann-Pass-Rush. Wir hängen hier fest am O-Liner. Wir haben absolut keine Chance, hier irgendwie vorbeizukommen. 2-Minute-Warning jetzt hier. Die lassen natürlich geschickt die Zeit runterlaufen. Der Coach will es wissen. Defensive Backs, alle drauf. Ah, jetzt läuft er in die andere Seite. Das heißt, ich kann hier nicht mittackeln. Injury Timeout. Da wäre doch mal schön gewesen, wenn er in meine Richtung kommen würde. Aber wenn er in meine Richtung kommt, dann springe ich wieder vorbei. Ja, das kommt in meine Richtung und ich stehe auf der falschen Seite des Verteidigers. Man muss sagen, mit dem 16-60er Overall ist echt Art hier was zu reißen. Deswegen, wir müssen irgendwie besser werden. Er wird da gestoppt. Und damit jetzt der Punt und nochmal Ballbesitz
für unser Team. Ja, das ist natürlich schade, dass wir da zwar in der Defensive gar nicht so schlecht sind, wie ich finde. Aber das natürlich auch keine Auswirkungen hat hier auf unser Overall. Schauen wir mal, ob unsere Offense hier noch was reißen kann. Dass es dann nochmal vorwärts geht. Ja, dritter. Ja, langsam aber sicher. Aber für langsam ist eigentlich keine Zeit. Alle Timeouts weg, 14 Sekunden nur noch und ich denke, das war's jetzt gleich. So sieht's aus, die nächste Niederlage hier mit unseren Denver Broncos. Kazimir Debali eigentlich überhaupt nicht präsent. Wir haben aber auch nicht wirklich viele Snaps gesehen, muss man sagen. Wahrscheinlich sind wir hier nicht mal irgendwo mit drauf, weil wir überhaupt nichts für die Statistik eingebracht haben. So sieht's aus. Keine Stats für Kazimir Debali. Im Endeffekt waren wir nicht anwesend. Stets bemüht, im Training erfolgreich, im Spiel kaum zum Einsatz kommend. Das ist schade. Aber wir haben noch Preseason-Spiel Nummer 4. Da geht's jetzt, sich drauf zu fokussieren. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Hier sehen wir nochmal, wir haben jetzt 2500 XP. Können wir mal gucken, was wir hier upgraden können. Awareness, Play Recognition. Ja, wir können nur vielleicht einen Tackle-Punkt hier. Power Moves, Finesse Moves. Ich denke, da einigen wir uns eher auf Power Moves. Block Shedding. Ja, wir brauchen so viel eigentlich. Wir nehmen einen Power Move hier. Ein Power Move für Kazim Edebali. Woche 4 geht's dann gegen die Arizona Cardinals. Mit 0-3 stehen wir da. Wir versuchen nächste Woche alles besser zu machen, mehr Snaps zu sehen und um den Coach von unserer Einsatzzeit zu überzeugen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Euer Paddy hier bei GameTastical HD. Ciao, Leute.